Hallo Freunde, neue Folge vom Kühnes Kochkanal an einem regnerischen, stürmischen Sonntag. Interessiert uns nicht. Wir haben nämlich unser Rezept schon am Freitag gemacht und wir haben scharfes Rinderfleisch gemacht. Viel Spaß! Für unser scharfes Rindfleisch benötigen wir folgende Zutaten: 4 Rinder-Minutensteaks, davon habe ich die Hälfte schon geschnitten, ungefähr einen halben Zentimeter Streifen, der Rest folgt. Eine Knoblauchzehe klein gehackt. Dann haben wir 4 Lauchzwiebeln, 3 liegen hier, eine habe ich auch schon mal klein geschnitten, der Rest folgt auch. Wir haben Blattspinat, eine Handvoll Zuckerschoten. Kirschtomaten, ungefähr 100 Gramm, auch zur Hälfte durchgeschnitten. Dann haben wir Chilipulver, Currypulver und Sojasauce. Und daraus zaubern wir unser scharfes Rindfleisch. Und wie sollte es sein? Ich habe natürlich wieder mal was vergessen. Das Öl, was wir brauchen, um den Wok zu erhitzen. Wir nehmen Woköl, ihr könnt aber auch ein ganz neutrales Öl nehmen. 2 Esslöffel, das haben wir nun erhitzt. Und nun kommt unser Fleisch rein. Das werden wir jetzt für 2-3 Minuten ganz scharf anbraten. Ja. Ja, und dann geht's weiter. Auf jeden Fall. Unser Fleisch ist angebraten. Jetzt kommt der Knoblauch dazu. So. Chiliflocken. Wie sind denn das? Reicht wohl, ne? Ja, kannst du noch ein bisschen. Sicher? Das heißt ja scharfes Reisfleisch. Ja. Scharfes Rindfleisch, doch. Genau, nicht Reisfleisch. Drei klein geschnittene Frühlingszwiebeln kommen dazu. So. Dann unsere Zuckerschoten. Und das Ganze darf auch so wieder 2-3 Minuten. Nun gebe ich über das Ganze noch Currypulver. Ich denke, das langt. Gut, ne? Das sieht sehr gut. Magst du noch ein bisschen rein? Oder? Dicke. Ja, komm, einmal noch. Okay, so. Okay. Nun kommen unsere Tomaten dazu. Und der Blattspinat, der darf jetzt auch schön zusammenfallen. Jetzt kommen noch, na, 1, 2, 3. 3 Esslöffel Sojasauce dazu. Ja, man sieht nicht. Da gibt es doch kein Biss mehr. Oh. Okay. Das ganze Schmorgeln war noch mal so 1,5-2 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Ja, wenn der Dampf weg ist. Ah, jetzt sieht man ein bisschen was. Okay, bis gleich. So, die Hitze habe ich ausgestellt. Nun kommen unsere beiseite gestellten Frühlingszwiebeln noch dazu. Kurz untergehoben und unser Essen ist fertig. Wir servieren dazu Reis. Und sehen uns bei den Tellerbädern wieder. Also ich habe schon genascht. Super lecker.
Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, schnell und einfach gemacht. Ein paar Schnippelarbeiten rein in die Pfanne oder in den Wok in unserem Fall. Ihr werdet es nicht bereuen. Eine leckere Sache. Ja, hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Würden wir uns sehr drüber freuen. Noch mehr drüber freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid auf unserem Kanal bei Kühnes Kochkanal. Bis dahin, habt auch einen schönen Sonntag, bleibt gesund, tschüss.